einem Spiel. Paolo Rink kann wieder lachen. Ausspannen im Kreise der Familie. Mit Sohn Guillermo, 9 Monate alt. Mit Frau Raquel und dem 4-jährigen Gustavo. Paulos Club scheint gerade noch einmal die Kurve zu kriegen in der Bundesliga. Nach dem 4. Sieg in den letzten 5 Spielen. Erst bin ich überzeugt, dass ich Nürnberg in der Liga bleibe. Und warum? Weil ich denke, wir haben eine gute Serie gemacht und wir können das Serie wiederholen vielleicht. An dieser Serie war er maßgeblich beteiligt. Umso ärgerlicher die öffentliche Kritik des Trainers an ihm vor dem Spiel. So freute sich Torschütze Kakao bei seinem 1:0 göttlich. Vorbereiter Rink dagegen nur innerlich. Dabei wollte ihn der Trainer doch eigentlich nur heiß machen. Ja, Paolo, ich habe jetzt gerade nochmal mit ihm gesprochen, ob er sich wieder beruhigt hat, ob er sauer war. Er sagte nein, vielleicht vor dem Spiel ein bisschen. Und dann habe ich eigentlich meine Wirkung gesehen oder erzielt. Denn Paolo wirbelte wie nie zuvor in Nürnberg, schaffte Lücken, schoss aus allen Lagen, aber ein Tor war ihm trotzdem nicht vergönnt. Macht ja nichts. Trotzdem ist sein Club auf dem Sprung ins gesicherte Bundesliga-Mittelfeld. Dank Paolo und einem jungen Hüpfer. Nein, nicht Sohn Gustavo, sondern Geronimo Barreto, genannt Kakao. Der 20-jährige brasilianische Himmelsstürmer mit dem Markenzeichen Jesus-T-Shirt. Meine Kraft kommt von der Gott, der ist meine Kraft. Und ja, ich muss Fußball spielen und sonst Gott hilft mir. Gott und Paolo. Franken jubelt über den Samba-Sturm und über Kakaos drittes Tore-Doppelpack im 9. Spiel. Ich und Kakao nach vorne gut gelaufen. Gestern die Junge war wirklich gut in den Platz. Und die 2 Tore gemacht, entschieden das Spiel für uns. Und ich denke, so, er ist ein guter Spieler. Er hat eine Zukunft. Eine Zukunft aber auch beim 1. FC Nürnberg. Noch spielt er für etwas mehr als 2.000 Euro Monatsgehalt als Vertragsamateur. Nach seinen Toren jagt ihn nun die halbe Liga. Wir sind ja dran, eben jetzt endgültig als Profi einzustufen und mit ihm einen Vertrag zu machen. Und das wird in den nächsten Tagen sicher sein. Er ist ein guter Spieler und man sieht, dass man eben nicht immer 15 oder 20 Millionen auspacken muss, sondern dass es eben auch mal einen gibt, der nicht so viel kostet. Aber für Gotteslohn allein wird er in Zukunft auch nicht spielen, bei aller Liebe. Ja, ich will hier bleiben. Wir müssen nur alles auf dem Papier schreiben und dann bleibe ich hier gern. Paolo Rinks Zukunft ist auch noch unklar. Sein Vertrag läuft zu Saisonende aus. Auch er würde gerne bleiben. Das, ich kann es mir gut vorstellen. Das ist eine Sache, wo vielleicht wir reden in den letzten paar Wochen mit der Gene, mit der Klaus Augenthaler. Aber ich wollte gerne erst diese Saison schaffen, in der Liga zu bleiben. Und da wäre alles möglich. Noch sind es ja 10 Spiele. Paolo Rinks Club hat den Kampf gegen den Abstieg noch lange nicht gewonnen. Aber Rettung ist in Sicht. Natürlich hatten wir für heute Abend auch das Augenthaler.